Yvonne Schröder-Kister nahm im Jahr 2006 an Germany's Next Topmodel teil und erreichte damals den zweiten Platz. Einzig Lena Gerke musste sie sich geschlagen geben. Seitdem hat sich viel bei der heute 33-Jährigen getan. Sie ist verheiratet und hat 3 Kinder. Mit dem jüngsten davon, dem 4 Monate alten Noah, entkam sie gerade erst einem großen Unglück. Wie RTL berichtet, hat das Model in einer bereits wieder gelöschten Instagram-Story nun von einem Beinahe-Unfall erzählt. Folgendes soll sich zugetragen haben. Mutter und Sohn waren demnach mit Hündin Clara Gassi gehen. Der Vierbeiner sei auf einer Wiese gewesen und wollte schließlich auf Yvonne zulaufen. Allerdings kam in dem Moment ein Auto und die 33-Jährige habe einen Schritt auf die Straße gemacht und Stopp gerufen, damit Clara nichts passiert. Allerdings stolperte sie dabei und fiel mit Sohnemann Noah hin. Dabei landeten Mutter und Sohn auf der Straße und verfehlten das Auto wohl nur um Millimeter. Die Frau im Auto soll allerdings ohne mit der Wimper zu zucken davongefahren sein, obwohl sie das Model mitsamt Kind habe da liegen sehen. Yvonne und Noah geht es gut und der Schock sei inzwischen auch ausgestanden. Zurück bleibt nur Unverständnis über die Autofahrerin, die nicht einmal angehalten hat. Zum Glück ist der einstigen GNTM-Kandidatin und dem kleinen Noah nichts passiert.